Und da sind wir auch wieder bei Unterwegs in Düsterburg, Unterwegs in Königsberg, logischerweise. Die letzten Folgen waren aufregend, dramatisch. Sie waren einfach fucking awesome, so wie dieses komplette Spiel überhaupt allgemein. Und das letzte Kapitel sowieso. Wir haben Willem von Junst kennengelernt. Willem von Junst hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Wir haben herausgefunden, dass Serena ein Mitglied des dunklen Kultes ist, eine Anhängerin Wahnfrieds. Sie hat Tarius getötet, wir haben Malix getötet. Und am Ende auch Serena. Dann halt, Serena wurde von Wahnfried getötet. Und ja, irgendwie bringt hier jeder einander um. Das ist eigentlich schon ziemlich krass. Außerdem haben wir Malix nicht getötet. Das war Solly nur. Aber das ist auch völlig egal. Tarius ist erst einmal tot und begraben. Und nein, begraben ist er noch nicht, aber er liegt in der Kirche. Und wir haben jetzt wieder Zeit, uns ein wenig umzuschauen. Wenn ich richtig mitgezählt habe, müsste dies bereits schon wieder der dritte Tag sein. Ihr seht, die Zeit in Königsberg schreitet äußerst schnell voran. Der dritte Tag, die dritte Nacht, der vierte Tag, die vierte Nacht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das Embargo ist schon wieder fast vorbei. Und wir haben irgendwie ganz schön viel Zeit hier beim Guten von Junst zugebracht. Aber die Geschichte muss doch irgendwie noch weitergehen, oder? Ich meine, letztlich, es gab ja noch keine Aufklärung. Wir wurden ja mehr oder weniger bei dem unterbrochen, was wir eigentlich vorhatten. Außerdem muss ich unbedingt nochmal diese Musik hören. Was ist geschehen? Ich sehe den jungen Tarius nicht an eurer Seite. Er ist tot. Wahnfried und seine Schergen haben ihn auf dem Gewissen. Wir werden nicht ruhen, bis wir den Blutsauger zur Strecke gebracht haben. Und dafür brauchen wir eure Hilfe, Herr von Junst. Dankwart hat uns mit einer dringenden Frage zu euch geschickt. Sprecht, mein junger Freund. Das wird eine etwas längere Geschichte, fürchte ich. Nehmt euch die Zeit, die ihr benötigt. Im Gegensatz zu euch habe ich alle Zeit der Welt. Die Geschichte beginnt in den Ostmarken, einer abgelegenen Provinz östlich von Düsterburg. 8 Stunden später. Verdammt, der halbe Tag ist weg. Wir haben eigentlich noch einiges zu erledigen. Manfred hat unsere Tochter und wir haben nicht den leisesten Schimmer, was er mit ihr vorhat. Wir vermuten, dass er irgendeine Teufelei plant. Und Dankwart empfahl uns, euch aufzusuchen, da ihr eine Autorität auf diesem Gebiet seid. Finstere Dinge sind es, von denen ihr da berichtet, Herr Grandi. Wahnfried plant, mit dem dunklen Gott in Kontakt zu treten. Und eure Tochter scheint der Schlüssel zu sein. Unter den Jüngern des dunklen Gottes macht seit längerem ein Gerücht die Runde, dass es möglich sein soll, ihm in dieser Welt eine Gestalt zu geben. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Wartet einen kurzen Moment. Lest es. Für euch sollte es vor allem die Passage mit der Hexenverbrennung von Interesse sein. Buch erhalten. Oh, ein Buch erhalten, cool. Der Hexenhammer. Ein Buch von Willem von Junst. Nein, der Hexenhammer ist nicht von Willem von Junst, das ist ein Real-Life-Buch, aber es ist trotzdem eine coole Anspielung, finde ich schön. Der Hexenhammer von Willem von Junst. Doch ich sah es und ich sage euch, ein besonderes Augenmerk sollten jene Worte finden, welche die Sterbende Alaziva Kasrat. Ich finde das fies, solche fremdländischen Namen in so einem Font zu verwenden, in letzter Agonie hervorzustoßen vermochte. Geifer bedeckte ihre Mundwinkel, als sie seiner Gnaden entgegenschleuderte. Für Finstern wird sich das Firmament auf immerdar, wenn aus den würgenden Tiefen der zyklopischen Abgründe vergessener Zeiten jenes Wesen geboren wird, welches dem Herrn die Gestalt geben soll. Brennt mich, denn ich war nicht fähig, dem Ungenannten das Gefäß zu sein, welches er zu füllen begehrt. Es klingt ein bisschen nach der Geschichte, die wir auf Burg Falkenstein, Schloss Falkenstein, erlebt haben. Es muss sein, ein Kind von reinem Herzen, natürlich. Geboren unter einem bösen Stern. Eine Missgeburt im Angesicht der ewigen Zeit. Genau, denn unser Kind sollte ja eigentlich gar nicht existieren. Eine Anomalie, dass es überhaupt da ist. Und er wird sich erheben, denn die Zeit gebietet über den Tod. Doch es kommt eine Zeit, in welcher der Tod zu sein aufhört, und dann werden seine Diener jauchzen, wie auch ich jauchze.
Die Sterne werden richtig stehen. Die Sterne. Das schreckliche Weib geiferte weiter. Doch wie den Berichten zu entnehmen ist, waren ihre letzten Worte nur ungenannte Fetzen fremder Zungen, die jegliche Beschreibung spotteten. Eine geheime Sprache, die so schrecklich anzuhören war, dass seine Gnaden dem Spuke mit dem Brandscheid ein Ende setzte. Zum Glück hat dieses Buch nur 4 Seiten oder so gehabt. Alles andere wäre auch zu anstrengend gewesen. Eine finstere Geschichte habt ihr da zu Papier gebracht, Herr von Junst. Leider verstehe ich den Zusammenhang nicht. Ist euch nicht aufgefallen, dass die Hexe, die dem dunklen Gott ihren Körper zur Verfügung stellen wollte, dafür offensichtlich nicht geeignet war? Ihr Gefasel klang recht wirr. Außerdem war der Font echt schwierig zu lesen. Sie konnte die Seele des dunklen Gottes nicht in sich aufnehmen, weil der Körper dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Und die wären? Ich habe selbst nicht jeden einzelnen Satz der Prophezeiung begriffen, aber seht doch, geboren unter einem bösen Stern. Die Sonnenfinsternis? Ihr habt es ja doch begriffen. Hohlkopf. Ja, natürlich begreift Grandy es. Grandy begreift alles, weil Grandy einfach super fucking clever ist. Grandy braucht so unbedingt sein eigenes Adventure, sein eigenes Point-and-Click-Adventure. Außerdem muss der Geber der Gestalt von reinem Herzen sein. So etwas findet man ausgesprochen selten. Die meisten Kreaturen besitzen eine Tendenz zum Guten oder Bösen, aber ein reines Herz ist selten. Außer bei schwachsinnigen und sehr kleinen Kindern. Und dann die nächste Passage. Eine Missgeburt im Angesicht der ewigen Zeit. Eure Tochter dürfte eigentlich gar nicht existieren. Existieren! Unterwegs in Düsterburg ist ein Trash-Game. Oh Gott. Oh mein Gott. Dieser Rechtschreibfehler dürfte nicht existieren. Und unterwegs in Düsterburg ist damit ganz offiziell ein Trash-Game. Ach, was wundere ich mich eigentlich? Jedes Maker-Spiel ist ein Trash-Game. Es gibt mittlerweile gar kein AAA-Maker-Spiel. Jedes Spiel ist ein Trash-Game. Jedes. Selbst unterwegs in Düsterburg. Aber hallo, Herr von Junst! Jetzt geht ihr mal ein wenig zu weit. Existieren? Das war nicht gegen eure Tochter gerichtet, Herr Grandy. Doch ihre Existenz ist ein Paradoxon. Sie kann gar nicht geboren worden sein, denn es war niemand da, um sie zu gebären. Das stimmt. Dank Warnfried existieren wir beide erst seit kurzem. Aber eure Tochter lebt trotzdem. Ein Fehler im Zeitenlauf. Das ist es, worauf in der Prophezeiung angespielt wird. Verstehe ich das recht? Ihr meint, Warnfried braucht unsere Tochter, damit der dunkle Gott in ihren Körper einfahren kann? Genau so ist es. Du meine Güte! Wir müssen Warnfried finden und ihm das Kind abnehmen. Ich werde währenddessen Nachforschungen anstellen, was in dem Satz gemeint sein könnte. Die Sterne werden richtig stehen. Ihr könnt euer Zimmer oben behalten, falls ihr ausruhen wollt. Ihr habt letzte Nacht kein Auge zugetan. Ich brauche mehr Zeit, um die Prophezeiung zu entschlüsseln. Ich hoffe, er kann uns dann irgendwann mal anrufen oder so. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal noch was anderes vor. Außerdem ist die coole Musik weg. Stattdessen haben wir jetzt hier dieses tragische Gedudel. Und hier haben wir auch wieder die ganz normale Musik zurück. Oh, na gut, dann ist es eben so. Ich denke auf jeden Fall, ich werde dann später auf jeden Fall auch nochmal hier so ein bisschen durch Königsberg schlendern. Und einfach mal gucken, was es so an tollen neuen NPCs gibt. Zuerst allerdings möchte ich mal ganz kurz nach Clipping, wo ich definitiv 2 Quests machen kann. Also den einen. Der eine ist ja dieser Quest hier. Denn wir hatten ja schon mal ein Gespräch mit einem NPC, der von seinem Hund berichtet hat, der fortgelaufen ist. Und nun ja. Bei allen Göttern! Wie schrecklich! Das arme Hundchen! Das waren die Katzen. So viel ist sicher. Seht euch die Wunden an. Kleine scharfe Krallen. Eindeutig. Steht was auf seinem Halsband. Fidibus. Das ist der Hund von Hargolf. Wir müssen ihm sagen, was mit seinem kleinen Freund passiert ist. Wir bringen ihm Fidibus mit.
Die Quest ist auf jeden Fall ein bisschen größer und ein bisschen langanhaltender. Ich hoffe einfach mal, dass ich es nicht irgendwo drin verkacke. Und auch hier wieder, ich finde es cool, Hargolf ist wieder ein NPC, an den man sich erinnern kann. Weil Hargolf ist der einzige NPC in Düsterburg, in Königsberg natürlich, der will, dass man immer anklopft, bevor man eintritt. Er hat kein Problem damit, wenn irgendjemand bei ihm eintritt, aber bitte vorher anklopfen. Und das finde ich gut, das ist, der NPC ist wenigstens konsequent. Ich mache mir wirklich Sorgen um Fidibus. Er geht keinem Scheib mit seiner Katze aus dem Weg. Und die sind halt gerade in der Überzahl. Hargolf, es tut mir so leid, aber wir haben euren Fidibus gefunden. Die Katzen haben ihn erwischt. Ein Mann trägt auch solch einen Verlust mit Fassung. Bitte, lass mich jetzt mit Fidibus allein. Okay, gut. Wahrscheinlich haben wir wieder irgendwie Erfahrungspunkte bekommen, ohne dass ich etwas davon mitbekommen habe. Libra sieht gerade ganz schön verärgert aus. Und Granny auch, und Mento auch. Das ist ja cool, unsere Faces haben sich im Laufe der Zeit geändert. Das ist ja cool, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Hat Granny das vorher schon mal gemacht? Das ist ja richtig cool. Ja, halt, nein. Ich möchte nicht zu Weinfrieds Villa, sondern ich möchte nach wie vor in Clipping bleiben. Ich möchte allerdings hier hinten den versteckten Weg nehmen, wo ich schon einmal war, direkt am ersten Tag, wir allerdings noch nichts machen konnten. Wie ihr sehen könnt, sind hier jetzt Leute. Hoppla, da scheint es Ärger zu geben. Hey, Friedenbrüder. Immer schön geschmeidig bleiben. Kommt rein, dann trinken wir den Tee zusammen und bequatschen uns alles ganz entspannt. Du scheinst hier selbst so viel von deinem eigenen Kraut reingezogen zu haben, Bursche. Dies ist meine letzte Warnung. Entweder ihr verbrennt eure Ernte binnen der nächsten 3 Tage, oder wir kommen wieder. Und dann wird nicht nur euer Kraut brennen. Das wäre aber gar nicht nett. Wir haben euch doch gar nichts getan. Wir tun überhaupt niemandem etwas. Ansichtssache. Das Zeug ist illegal und gefährlich. Verbrennt es, oder ihr beide werdet brennen. Echt? Echt. Das ist wieder locker. Was fallen über diese 6? Zusammen mit diesem großen, gefährlichen Typen. Und natürlich dem Anführer, dessen Namen ich vergessen habe. Hauptmann Tarant, hieß der so? Verwechselt sich gerade irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Hallo Freunde, ich bin der Sakume. Alles schön cremig bei euch? Es muss sich hierbei auf jeden Fall um eine Anspielung handeln. Also ja, logischerweise ist das Charset und so weiter ist aus Harvest Moon. Vielleicht ein bisschen editiert. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ist schon wieder ziemlich lange her, dass ich Harvest Moon, also das erste natürlich für Super Nintendo, schon zuletzt gespielt habe. Deswegen, das Facet gab es in Harvest Moon natürlich nicht, aber ja, ansonsten der Name ist Sakume, keine Ahnung, was das sein soll. Falls es irgendwer weiß, wie gesagt, die Kommentarsektion ist euer bester Freund. Und natürlich ist alles schön cremig bei uns. Aber sicher doch. Wir haben ja noch einen Streit eben mit den 3 Kerlen mitbekommen. Worum geht es? Und können wir vielleicht irgendwie helfen? Das ist aber eine kühle Einstellung von dir. Wir kennen uns doch gar nicht. Und trotzdem bietest du uns deine Hilfe an. Finde ich kühl, aber echt. Kein Grund, gleich Luftsprünge zu machen. Also, worum geht's? Der Rondrian und seine Kumpels haben was gegen uns. Weiß auch nicht. Die sind immer so überspannt. Sollten besser mal ein Pfeifchen rauchen, statt immer so rumzustressen. Was ist das für ein Kraut, das sie verbrennen wollen? Das ist was ganz Feines. Willst du auch mal ein Stück? Warum nicht? Na, immer her damit! Kraut des Mondes erhalten. Ach, das hätte ich jetzt auch gerne. Wo können wir die Kerle finden? Hey, weiß ich auch nicht, Bruder. Die wohnen, glaube ich, in Clipping. Zumindest riechen sie so. Schaut euch doch mal da um. Machen wir Sakume und schlaf dich mal aus. Mach ich doch glatt, Alter. Alter. Alles klar. Aber ich finde das schön. Ich meine, die haben auf jeden Fall echt ein schönes Häuschen. Wirklich, ich mag diese ganzen Screens, die Bildschirme, wie das alles aussieht. Wirklich, wenn das auf einer Super Nintendo-Packung hinten drauf gewesen wäre, ich würde mir dieses Spiel unbedingt kaufen wollen. Tagchen, ich bin Baha. Kann ich dir irgendwie helfen? Wir haben gerade mit deinem Freund gesprochen. Wir werden euch gegen diese Kerle beistehen. Weißt du vielleicht, wo man sie finden kann? Das sind Rondrian und seine Leute. Er ist der Hauptmann der Wachmannschaft, die auf die Stadtmauern aufpasst. Frag doch mal in Altenberg. Das werden wir tun. Was baut ihr hier an? Erzähl uns was von dir. Erzähl uns über Königsberg. Ja, was baut ihr hier an? Ach, alles, was man so zum Leben braucht. Die paar Dinge, die wir nicht selbst herstellen können, tauschen wir in Clipping. Sakume kümmert sich in erster Linie um seine Rauschkrautfelder. Er ist daher momentan keine große Hilfe. Rauschkraut. Nicht Kraut des Mondes, nein, Rauschkraut.
Aber die Erntezeit ist sowieso bald vorüber. Und dann einen Vorrat für die nächsten 15 Jahre. Das glaubt er zumindest jetzt noch. Erzähl uns was von dir. Ich habe mich früher mal als Abenteurer versucht. Wollte ein großer Held werden. Was sage ich? Der größte Held. Allerdings ging die Sache eher schleppend vonstatten. Dann habe ich es als Musiker versucht. Hab auch ganz gut verdient dabei. Irgendwann war ich dann die Tingelei leid und habe mir zusammen mit Sakume den Hof hier gekauft. Seitdem bin ich Bauer. Das ist ein ziemlich romantisches Leben. Erzähl uns über Königsberg. Königsberg hat so viele Facetten, dass es nie langweilig wird. Das traditionelle Altenberg, das weltoffene Hafenviertel und natürlich Klippingen mit seinen armen, aber glücklichen Einwohnern. Wenn du dich mal richtig gruseln willst, kannst du ja die verfallene Villa auf dem Düsterbrocken bei Nacht besuchen. Mach's gut. Okay, cool. Hat mich auf jeden Fall gefreut, hier diese NPCs kennenzulernen und wir können auch mittlerweile das Häuschen betreten. Ein Korb voll Stroh, wofür der benötigt wird, kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Ein Fass, ein leeres Fass. Geschirr. Doch hier können wir scheinbar... Was zum... Heiliger Strohsack, seht euch bloß dieses Schwert an. Eine mächtige Klinge. Ich spüre, dass sie von einem hohen Priester des gütigen Vaters geweiht wurde. Ich nehme mich. Finger weg vom fremden Eigentum. Wir könnten das Ding sicher gut gebrauchen, aber es ist wahrscheinlich der größte Schatz, den die zwei Burschen besitzen. Das ist genau die Einstellung, die ich von euch erwartet habe. Ich wusste nicht, dass wir das Schwert schon vorher sozusagen nehmen können. Das ist sehr interessant. Und eine weitere Gelegenheit, sich die Gesinnung mit Malto vielleicht irgendwie zu versauen, wenn man das Schwert einfach nimmt. Bücher mit Sauf- und Trinkliedern. Ein erbärmliches Exemplar der Gattung Mülleimer. Ich sollte mir wirklich abgewöhnen, meine Nase in die Stiefel anderer Leute zu stecken. Das ist cool. Frisch bezogen. Na gut, deren Haus bietet jetzt der, bis auf das eine jetzt nicht so viele Überraschungen, aber das war tatsächlich eine ziemlich coole Überraschung, muss ich sagen. Was kann ich denn jetzt noch Cooles in dem Part machen? Also ich meine, ich kann natürlich gucken, ob ich die Leute hier irgendwo in Klipping finde. Ich finde, Klipping ist ja jetzt nicht so groß. Ich überlege gerade, gab es irgendein Haus, das vorher abgeschlossen war? Ich denke schon. Hier komme ich wahrscheinlich nicht rein. Das ist wieder so ein Haus ohne Eingang, wo ich mir denke, hä? Wer zum Teufel baut ein Haus ohne Eingang? Da war der Typ, der getauscht hat. Ich glaube, hier unten vielleicht in einem der Häuser. Das lasse ich mal lieber, der Kerl mag mich nicht, glaube ich. Okay, dann war da unten. War das die Sekte? Bin mir jetzt gerade 100% sicher. Ja. Was habt ihr jetzt zu suchen? Ich heiße Grendi. Es geht um euren Streit mit den Bauern. Es ist nicht eure Sache. Ich mache sie aber zu meiner Sache. Und mit dir rede ich schon mal gar nicht. Ich will deinen Anführer sprechen. Es könnten auch wieder alles Filmzitate sein. Ach, was soll's. Schließlich seine Idee, die beiden Kerle aufzumischen. Soll er sich doch dafür mit euch streiten? Vernünftige Entscheidung. Wo finde ich ihn? Ich treibe runter. Vor allem der Typ ist doppelt so groß wie wir. Und er sieht irgendwie so aus, als könnte er in einer Metalband spielen. Der Schrank ist leer. Ein Schreibtisch, allerdings liegt da nichts Geschriebenes rum. Tatsächlich ist es so, dass auf diesem Maker-Schreibtisch sehr selten etwas Geschriebenes rumliegt. Das hat tatsächlich noch niemals irgendjemand erwähnt. Außer natürlich Kenny. Vorräte, nicht was wir brauchen könnten. Was habt ihr hier zu suchen? Es geht um eure Auseinandersetzung mit den beiden Bauern. Ich erinnere mich, euch da herumschleichen gesehen zu haben. Ihr solltet die beiden besser in Frieden lassen. Was geht euch das an? Sakume und Baha bauen auf ihrem Hof Rauschkraut an. Das ist verboten. Aber deswegen ihren Hof abfackeln zu wollen, scheint mir keine angemessene Maßnahme. Was angemessen ist und was nicht, entscheide ich immer noch selbst, mein Herr. Ich bin niemandes Knecht mehr. Ich entscheide über meine Handlungen. Was wurde euch angetan, dass ihr derart verbittert seid, Rondrian? Es geht euch einen feuchten... Entschuldigt bitte, meine Dame. Ich vergesse mich. Gewöhnlich bin ich Frauen gegenüber kein solcher Grobian. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Aber eine Frage steht immer noch im Raum. Warum seid ihr so verbittert? Meine Männer und ich waren in den letzten Jahren für die Sicherheit der Stadt zuständig. Aber gestern sind wir entlassen worden. Warum? Ein paar dahergelaufene Abenteurer haben den Herzog von Düsterburg gestürzt und den neuen Dankwart wieder auf den Thron gepflanzt. Der Bürgermeister hält es nun nicht mehr für nötig, Gold in seine Spezialtruppe zu investieren, die Mauern sichert. Also wurden wir auf die Straße gesetzt. Nach 10 Jahren Dienst. Ich kann euren Zorn verstehen, aber wir können euch möglicherweise helfen. Und wie?
Wir kommen gerade aus Düsterburg. Herzog Dankwart hat zwar den Thron bestiegen, aber verfügt über keinerlei Garde. Ich könnte euch ein Empfehlungsschreiben für ihn aussetzen, dann stellt euch sicher in seine Dienste. Warum sollte er auf euch hören? Wir waren es, die den euren Dankwart auf seinen Thron gesetzt haben. Ja, tatsächlich? Beeindruckende Leistung. Wenn das so ist, werde ich sofort meine Leute unterrichten und abreisen. Der Herzog hat es sicher nötig. Dann eilt euch. Das hat ihn so begeistert, er hat sein Empfehlungsschreiben vergessen. Dankwart wird ihm sicher auch so glauben. Natürlich, aber ich hätte lieben gern auch mal eins von den Dingern aufgesetzt. Meine Güte, der Bursch hat seine Ersparnisse hier vergessen. Mitnehmen? Na klar. Ich gebe sie zurück, wenn wir wieder in Düsterburg sind. 9000 Taler eingesackt, sehr schön. Gucken wir uns vielleicht auch noch das hier, dessen hier bemächtigen? Nein, natürlich nicht. Das ist eigentlich auch eine interessante Quest. Ich hatte die nur als nicht so linear in Erinnerung. Ich meine, wir mussten jetzt auch nicht großartig irgendwas machen. Wir sind einfach nur zu ihm gegangen und haben gesagt, jo, das ist halt folgendes, ne? Und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass uns gesagt wurde, dass wir die hier finden können, aber ja, mittlerweile ergibt das für mich Sinn. Alles geregelt, Kleiner. Die Burschen sind weg, dein Kraut ist gerettet. Weil ich meine, im ersten Part haben wir die, also im ersten Part, also nicht im ersten Part, sondern der erste Part von Königsberg, da waren sie ja noch vorne auf den Zinnen, aber ja, dass sie entlassen wurden, ergibt sogar irgendwie Sinn und das ist cool, das ist wieder im Kontext der Spielwelt, passiert etwas. Du bist echt ziemlich kühl drauf, Junge. Wem meint er das? Das ist nur seine Art, sich zu bedanken. Und Baha ist verschwunden. Was gibt's, Freunde? Wir haben euer Problem gelöst. Rondrian und seine Leute haben jetzt eine andere Aufgabe, als euch zu schikanieren. Tatsächlich? Wie habt ihr das angestellt? Ich hoffe, ihr seid nicht zu hart mit ihnen umgesprungen. Ach wo, sie waren nur so mies gelaunt, weil sie ihre Stellung verloren haben. Wir haben ihnen eine neue verschafft und jetzt sind alle froh. Ihr scheint wirklich verantwortungsvoll mit euren Fähigkeiten umzugehen. Auf so jemanden warte ich schon lange. Eine weitere Aufgabe? Nicht direkt. Ich besitze einen Schatz, für den ich allerdings keine Verwendung mehr habe und der gehütet werden muss. Ein Schatz? Welcher könnte das nur sein? Ich frage mich echt, wie der Quest hier ausgegangen wäre, wenn wir das Schwert geklaut hätten. Das ist mein altes Schwert. Früher dachte ich immer, der Wert eines Mannes richtet sich nach der Waffe, die er führt. Also machte ich mich auf die Suche nach der mächtigsten Klinge der Welt. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich gefunden habe, aber ich bin zumindest nahe dran. Doch es geschah etwas, das typisch bei Menschen ist, die ihren inneren Frieden noch nicht gefunden haben. Kaum hielt ich das Schwert in meinen Händen, bedeutete es mir nichts mehr. Mir wurde klar, dass meine Bestimmung woanders liegen müsse. Du jedoch hast deine Bestimmung gefunden. Und da ich sehe, dass du darauf achtest, deine Macht umsichtig einzusetzen, das ist ja wohl das Teuerste. Psst, unterbrich ihn nicht. Überreiche ich es dir, denn das Universum verabscheut ein Vakuum und jedes Ding auf dieser Welt hat seine Aufgabe. Der redet wie Dankwart. Es kann wohl kaum die Bestimmung dieses Schwertes sein, in einem Küchenschrank Rost anzusetzen. Heilige Klinge erhalten. Eine heilige Klinge mit einem ganz besonderen Namen. Es hat noch keinen Namen. Du musst ihn einen geben. Erst dann ist es wirklich dein Schwert. Ich nenne es Monstermancher. Lichtbringer. Es soll Asalantin heißen. Nach meinem besten Freund, den ich kaum gekannt habe. Ein schöner Name. Das finde ich auch sehr cool. Also wirklich... Rasalantin, die mächtigste Waffe im ganzen Spiel. Genauso stark, also ein bisschen stärker, 6 Punkte mehr noch als Vampir-Spalter und Vampir-Blende. Die beiden sind ja eigentlich gleich stark, denke ich. Ich nehme mal Rasalantin statt dem Vampir-Spalter. Ich denke mal, das macht jetzt am Ende keinen so großen Unterschied. Aber na gut, wir haben in dem Partner wieder eine ganze Menge geschafft. Wir haben einige Quests erfolgreich abgeschlossen. Und in der nächsten Folge von Unterwegs in Düsterburg wird es natürlich hier in Königsberg weitergehen mit dem Questen. Ich glaube allerdings auch, dass so viel gar nicht mehr aussteht. Ich habe zwar irgendwie in Erinnerung gehabt, dass man in Königsberg ganz, ganz, ganz viel machen kann, aber irgendwie so... Na gut, ich werde einfach mal bis zum nächsten Part gucken, wie ich da irgendwie am besten zurechtkomme. Und ich würde mich natürlich auf jeden Fall wie immer über ganz viele nette Kommentare und ganz viele Daumen nach oben freuen. Und dann bin ich einfach mal gespannt, was uns beim nächsten Mal alles so hier in Unterwegs in Düsterburg im wunderbaren Königsberg erwartet. Immer noch im Jahr 2018 und immer noch ein Spiel vom guten Ingmar Grandi Hahnemann. Bis zum nächsten Mal.